Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und das ist unser heutiges Projekt, was wir machen werden. Und zwar ist das eine Pop-Up-Karte mit Springwürfel. Ja, Karte ja nicht direkt, das ist ja mehr eine Box, aber es zählt als Pop-Up-Karte. Und das Coole daran ist, derjenige, der es geschenkt bekommt und das dann aufzieht, fliegen die Würfelchen. Und gerade das finde ich total genial. Das macht so Spaß, da den ganzen Tag auf, zu zu machen. Also da muss ich mich schon wieder zusammenreißen, dass ich nicht den ganzen Abend hier sitze zum Öffnen und Schließen. Die könnt ihr dann wieder ganz bequem so zusammenfalten. Wieder in die Schachtel. Und verschließen. Und schon funktioniert der Effekt wieder. Ja, was ihr dafür braucht und wie dieses Schmuckstück funktioniert, zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß beim Zuschauen! Für dieses, ja, ich sage jetzt mal Kärtchen, brauchen wir einiges an Material. Und ich habe das hier schon ein bisschen vorbereitet. Was ihr auf jeden Fall braucht, sind Gummiringe, Gummiband, dann gibt es hier ja dieses... Vielleicht finde ich das auf die Schnelle. So einen Gummifaden gibt es auch noch. Also rein theoretisch könnt ihr da... Könnt ihr sehen, hier ist auch dieses Gummi. Aber ich versuche es jetzt mal mit den Gummiringen. Und dann mal gucken, ob das gut funktioniert. Dann braucht ihr ein Stück Bändchen. Das ist dafür da, dass ihr die Schubfach nachher richtig schön aufziehen könnt. Ihr braucht 20 Stücke Designpapier in 4x4 cm. Dann braucht ihr 2 Stücke Designpapier in 4,7x10,5 cm. Ihr braucht für die Würfel 20 Mattungen in 4,5x4,5 cm. Ihr braucht 2 Mattungen in 11x5,5 cm. Dann braucht ihr 10 Stücke 6 cm x 2,5 cm. Das ist für den Mechanismus innen drin. Das werde ich euch dann zeigen, wie es funktioniert. Dann braucht ihr 10 Stücke 10,5x15 cm. Das werden die Würfel. Ihr braucht für die Banderole ein Stück in 12 cm x 17,4 cm und für die Schublade ein Stück in 14 cm x 20 cm. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich mache mal gerade ein bisschen Platz und dann fangen wir gleich direkt an. Und wir fangen an mit der Schublade. Das heißt, das Stück in 14 x 20 cm. Das falzt ihr jetzt auf jeder Seite bei 2 cm und bei 4 cm. Also rundherum. Holzbrett kurz einmal weg. Und zwar muss das geschnitten werden. Ich habe hier mal eine Zeichnung. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Nee, ich glaube, ihr erkennt das kaum. Vor allen Dingen nicht mein Denkenpfad. So, gut, dann mache ich es jetzt mit euch zusammen. Und zwar schneidet ihr, ich versuche euch das mal ein bisschen aufzuzeichnen. Also ihr geht hier schräg, dann geht es hier schräg nach oben. Da geht es schräg nach oben. Hier geht es schräg.
So. Nee, Moment. Moment, das war wieder verkehrt. Noch mal einmal wegradieren. Und zwar geht ihr nicht hier schräg, sondern ihr schneidet hier gerade ein und geht dann da schräg. Und dies hier alles könnt ihr komplett wegschneiden. Das heißt, ihr schneidet jede Seite so ein, dass es passt. Ich mache es noch einmal mit euch zusammen. Ich schneide jetzt erst einmal hier komplett raus. Dann schräge ich mir das gleich einfach ab. Dann hier einmal komplett raus. So, dann schräge ich hier, wird abgeschrägt. Dann wird hier oben abgeschrägt. Hier wird einmal eingeschnitten, damit wir die Klebelasche kriegen. Dann kürze ich mir hier die Klebelasche einmal auf Hälfte und schneide diese dann auch noch mal so ein bisschen ein, damit das dann nicht nachher anfängt, oben rauszustehen. Das heißt, die Ecken sollten dann so aussehen. So, hier dann wieder. Hier einmal komplett. Dann schneide ich das auch komplett weg. Das hier komplett. Das komplett. Dann wird hier eingeschnitten. Die hier wird gekürzt. Schief schneiden. Hier auch. Und hier dann auch. Und natürlich nicht zu vergessen, auch hier oben bis zur ersten Falzlinie. So sollten dann beide Seiten aussehen. Ich weiß nicht, wie ihr das besser erkennen könnt. So, glaube ich, könnt ihr das erkennen. Hier haben wir die 2 cm Falz, hier die 4 cm. Da 2, hier 4, 4 und 2. Das sind die kurzen Seiten. Ihr schneidet hier in dem Mittelteil schräg bis zur ersten Falz, also bis zu 2 cm, gerade bis zu 4 cm. Das gleiche hier wieder bis zu 2 cm und dann schneidet ihr das einfach raus, so dass es so aussieht. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich mache es nochmal mit euch zusammen. Aber ich drehe es mir dafür wieder um. So, ich schneide mir zuerst hier komplett dieses rechteckige raus. Dann schräge ich mich hier das Stück an, bis zu 2 cm Falz. Dann schneide ich hier bis zur ersten Falz und schneide mir das so wieder raus. Dann hier schräg bis zur ersten Falz. Hier gerade nach unten bis zur zweiten Falz. Klebelasche um die Hälfte kürzen. Und auch da die Klebelasche abschrägen. Und noch einmal. Hier einmal bis zur ersten Falz. Hier von der ersten Falz bis da, wohin, wo wir gerade eingeschnitten haben. Dann kommt hier gerade raus. Und dies hier komplett ab. Das heißt, ihr habt dann so ein Treppchen, dann könnt ihr hier abschrägen, da abschrägen, dann wird hier gerade eingeschnitten bis zur zweiten Falz und dann hier die Klebelasche halbieren und abschneiden.
also auch abschrägen. So sollte euer Stück Papier dann aussehen. Ich nehme mal hier gerade die Reste weg. Dann könnt ihr euch das gerade einen Moment anschauen. Ich versuche so, dass die Lampe nicht blendet. So solltet ihr das machen. Ich kann meine Zeichnung einmal beiseite. Dann können wir einmal die Falzlinien komplett nachfalzen. Ihr dürft euch nicht wundern, dieses Video wird halt ein bisschen länger, weil die Würfel nachher noch ein bisschen komplizierter sind. Also da geht ein bisschen Zeit ins Land. Ich versuche es so schnell wie möglich hinzukriegen, dass ihr da nicht so lange warten müsst. So, jetzt muss ich doch noch mal einmal meine Zeichnung haben. Ihr habt dann jetzt alles komplett nachgefalzt und wenn ihr euch sie so hinlegt, dass ihr hier die lange Seite, da die kurze habt, müssen wir noch ein Loch machen. Und zwar hier ungefähr mittig. Ich mache das einfach mit so einem Einlochlocher, wenn ich denn da auch rankomme bis dahin. Natürlich nicht. Dann werde ich wohl, glaube ich, meine... Ne, mit der Cinch komme ich da auch nicht ran. Dann müssen wir es ganz anders machen. Ich komme mit dem Einlochlocher da nicht hin. Irgendwo hatte ich hier auch eine Ahle. Hoppa. Einen kleinen Augenblick. Ist meine Ahle. Dann nehmt sowas hier und geht am besten dann von der Außenseite nach innen durch. Sucht ihr euch ungefähr die Mitte. Ganz grob. Passt auf, stecht euch nicht in die Finger. Das tut echt weh. So, und dann haben wir hier ein Loch. Meins ist jetzt natürlich nicht mittig, aber das ist nicht schlimm. Steht das natürlich innen dann halt ein bisschen raus. Da schneide ich mir das einfach ein bisschen ab. So. Dann brauchen wir unser Bändchen. Das habe ich hier ja auch schon vorbereitet. Das ziehen wir uns jetzt vorsichtig durch dieses Loch durch. Ihr könnt, wenn es zu kompliziert wird, weil das Loch zu klein ist, zu friemelig, könnt ihr auch mit so einem Dotting-Tool arbeiten. Legt ihr die Bänder übereinander, also das Band, knickt das dann noch einmal in der Mitte und schiebt das dann mit Hilfe von dem Dotting-Tool einfach durch das Löchskin durch. Und dann könnt ihr das auf der anderen Seite durchziehen. Gucken, wie lang wir das zum Aufziehen haben möchten. Es braucht hier nicht sehr lang sein. Kürzen uns dann hier die beiden Teile ein. Dann nehmt ihr den Kleber, macht ein bisschen links und ein bisschen rechts
Und dann knickt ihr das Band einfach um und drückt ihn auf den Kleber. Kleinen Moment festhalten, dass es anziehen kann. Da empfiehlt sich dann wirklich auch ein Kleber, der schnell trocknet. Und dann legt ihr das einfach so umrum. Das heißt, ihr habt dann keinen störenden Knoten mehr. Dann könnt ihr sie perfekt zusammensetzen. So, dann müssen wir die Klebelaschen erstmal von der einen Seite benetzen. Und dann drücken wir uns das so um und kleben das schön auf die Ecke, also schön Kante auf Falz. Ein bisschen festhalten. Das machen wir dann auf der anderen Seite genauso. Schön die Kante auf die Falzlinie. So, dass es halt eine schöne Ecke gibt. Das gleiche machen wir dann auf der anderen kurzen Seite auch. Wieder Falzlinie, also Kante auf Falzlinie, schön. Opa, nicht zu früh loslassen. Und auf der zweiten Seite dasselbe. Kante auf Falzlinie festhalten. So, dann habt ihr eure Kiste, die sollte dann so aussehen. Jetzt gehe ich hin und mache mir hier auch noch Kleber drauf. Einfach nur für die Stabilität, dass das nicht irgendwann auseinander geht. Es braucht auch nicht viel sein. Klebe mir dann das da rein. Könnt ihr mit dem Falzbein beigehen und einmal schön feststreichen. Das gleiche auf der zweiten kurzen Seite. Da versteckt ihr dann das Bändchen. Und das gleiche jetzt auf den beiden langen Seiten auch. Und deswegen haben wir nämlich die Ecken da abgeschrägt. Dann kommen die sich nämlich nicht in dem Kästchen in die Quere. Wenn ihr dann vielleicht das eine Teil Millimeterchen oder so zu lang habt, könnt ihr das mit dem Falzbein richtig schön hinten in diese Ecke reinquetschen. So, das war dann unsere Schublade. Sieht doch schon ganz gut aus. Die kann jetzt zum Durchtrocknen einmal an die Seite. Ich muss mal gerade einen Schluck Saft trinken.
So. Dann brauchen wir jetzt nochmal das Felsbrett. Und ihr braucht das Stück für die Banderole. Das ist 12 cm x 17,4 cm. Das müssen wir jetzt auch falzen. Und zwar auf der langen Seite bei 1 cm. Dann bei 3,1 cm. Bei 9,2 cm. Und bei 11,3 cm. Wieder weg. Jetzt gehe ich hin, das hier wird ja wieder die Klebelasche, diese 1 cm Falz. Da schräge ich mir die Ecken wieder ab, dass es gar nicht erst so weit kommen kann, dass das irgendwie an den Seiten rausstehen kann. Und dann wird das einmal alles nachgefalzt. Versuchen schön gerade zu falzen. So. Und dann könnt ihr die Banderole zusammenkleben. Wenn ihr die jetzt zum Beispiel so nehmt, hier habt ihr die 1 cm Falz. Das heißt, ihr legt die zweite Falz um und dann die letzte Falz um. Dann könnt ihr das wunderbar zusammenkleben. Dann wird es auch gerade und ihr habt da keine Probleme. Das heißt, dann ein bisschen Kleber. Ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Macht das so mit dem Klebematerial, wo ihr am besten klarkommt. So. Und einmal schön andrücken. Ihr könnt auch da wieder mit dem Falzbein rüber. Dann verteilt sich der Flüssigkleber auf jeden Fall sehr gut. Und dann habt ihr hier die Banderole. Ihr könnt dann natürlich gucken, ob das Schubfach gut reinpasst. Passt wunderbar, schließt perfekt ab. So könnt ihr das dann rausziehen. Super, das ist doch schon mal sehr, sehr gut. So, dann nehmen wir uns einmal die zwei Stücke Mattung in 11 x 5,5 cm und die beiden Stücke Designpapier in 4,7 x 10,5 cm. Die kleben wir jetzt erst einmal übereinander. Nicht wundern, ich habe ein bisschen Restepapier verarbeitet wieder bei diesem Stück. Für mich ist das ja nicht schlimm, das ist ja eh nur mein Musterstück zum Zeigen. So, dann einmal eins auf die Mattung. So. Und das zweite genauso. Hoppa, das war jetzt nicht gut. Es gibt immer so Tage, ne? Das ist nur ein kleines Stückchen.
Hier streiche ich mir das einfach mal ein bisschen ab. Und das muss dann trocknen. Hoppala. Und dann auch einmal den Kleber von meinem Glasschneidebrett wischen. Sonst bleibt es nachher alles da dran kleben. So, die beiden Stücke kommen dann einmal hier und einmal auf die Unterseite. Die Unterseite nehme ich jetzt extra das, wo ich den Kleber gerade drauf gekriegt habe. Der Kleber, der von VBS, der trocknet nicht klebend aus. Also der klebt nicht mehr, wenn er getrocknet ist. Deswegen ist das nicht ganz so dramatisch. Das heißt, es bleibt da auch nichts irgendwie, ne, dass da direkt dran hängen bleibt oder irgendwas. Ich nehme als Unterseite das, wo die Klebelasche ist. Ihr könnt das dann auch einfach so rüber. Dann könnt ihr das auch besser andrücken. Einmal. Und hier das zweite. So, dass das jetzt gut durchtrocknen kann, stelle ich das hier einfach hochkant auf meinen Basteltisch. So, jetzt müssen wir den Mechanismus machen. Jetzt muss ich mal gerade einmal gucken. Nein, wir machen jetzt erst den Würfel erst einmal. Ich mache mit euch zusammen einen Würfel. Die anderen vier mache ich ohne euch. Seid mir da bitte nicht böse. Das heißt, ihr nehmt jetzt für einen Würfel zwei Stücke von den 10,5 x 15 cm. Dann kommt das Falzbrett wieder in Arbeit. So, und ihr falzt beide Stücke auf der langen Seite bei 5 und bei 10 und auf der kurzen Seite bei 5 und bei 10. Und das braucht ihr halt wirklich pro Würfel zweimal, damit ihr einen kompletten Würfel zusammenkriegt. Ihr könnt natürlich auch mehr als 5 Würfelchen reinmachen, wenn ihr das möchtet. Denkt dann nur bitte dran, dass ihr anfangt, dann irgendwann auch die Schublade etwas höher zu machen, dass ihr da auch ein bisschen mehr braucht. Ne? So, das war einmal. Jetzt kommt das zweite Stück. Auch da immer bei 5 und bei 10. Auf der kurzen sowie auch auf der langen Seite. Wir brauchen das Falzbrett doch nochmal. Und zwar braucht ihr jetzt pro Würfel zwei Stück von den 6 cm mal 2,5 cm. Also ich mache jetzt mit euch einen Würfel, dann brauchen wir zwei Stück. Hoppa.
die müsst ihr jetzt falzen auf der langen Seite bei 3 cm und bei 1 cm. Also einmal 1 cm. Einmal 3 cm, das ist dann nämlich die Mitte. Und jetzt müsst ihr das nochmal drehen, also ihr habt hier 1 cm, 3 cm, dann müsst ihr von hier auch nochmal 1 cm. Das heißt, das wäre dann dementsprechend bei 1, bei 3 und bei 5 cm. Dann habt ihr alle drei Falzlinien da drin. Also 1 cm. Dann 3 cm und nochmal bei 5 cm. Zack, jetzt kann das Falzbrett erst weg. Die kleinen Dinger hier könnt ihr jetzt nachfalzen. Ihr macht einmal den mittlerste Falz in die eine Richtung. Und die beiden kurzen, also die äußeren, dann andersrum. So, dass ihr dann das so habt. Und das macht ihr bei beiden. Das sind die wichtigen Dinge für den Mechanismus, den ihr nachher habt. So, das sind dann die beiden Stücke für den Mechanismus. Die können einmal gerade beiseite. Jetzt müssen wir uns die zurechtschneiden, die Würfelchen. Das mache ich jetzt auch wieder mit meiner Skizze. Es ist manchmal nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So, ihr habt hier unten die kurz, also die ganz kleine Falzlinie. Und ihr geht jetzt hin. Muss ich gerade einmal ein bisschen näher holen. Schneidet jetzt ein. Nicht ganz bis hier zur Falzlinie, sondern so ungefähr. Also das heißt, ihr geht hin, das ist dann nur die Klebelasche, das kurze Stück hier, und schneidet das hier komplett raus, dass das dann so ist. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Versucht da dann auch ungefähr gleich breit. Dann sieht das jetzt so aus. Dann wird von der kleinen Klebelasche die Ecken abgeschrägt. Dann habt ihr das so. Dann schneidet ihr diese Falz jetzt noch ein bis zu der da oben. So, und schneidet euch hier eine Klebelasche raus. Hier und hier. Und vor allen Dingen dann auch da und da. So, so sollte das dann jetzt schon mal aussehen. Jetzt geht ihr von hier, von dieser Ecke, komplett hoch bis hier zur Falzlinie. Und das gleiche macht ihr auch hier. So, dann habt ihr das jetzt so.
Das war jetzt erstmal hier alles zum Schneiden. Ich schneide das zweite jetzt aber jetzt nochmal zurecht mit euch zusammen. Ach, mein Stuhl rutscht immer runter. Nochmal. Also, hier haben wir dann das zweite Stück. Ihr schneidet hier ein Stückchen neben der, also hier haben wir die Falzlinie. Hier fangen wir an zu schneiden. Und dann bis zur ersten Falzlinie. Dann schneidet ihr das Quadrat komplett raus. Das gleiche macht ihr auf dieser Seite. Und das Quadrat raus. Ihr schneidet hier bis zur Falzlinie und da bis zur Falzlinie. Bei dem dünnen hier oben schneidet ihr, also schrägt ihr die Klebelasche ab. Und das gleiche macht ihr hier, hier, hier und hier. So, dann habt ihr das so. Jetzt geht ihr hier von der Ecke bis hier oben, Ecke von der Falzlinie. Und das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. So, dann habt ihr das so. Jetzt schmeiße ich gerade hier die abgeschnittenen Sachen weg. Jetzt müssen wir aber noch eine Falzlinie mehr setzen. Dafür nehme ich jetzt eine Silikonmatte und mein Dotting-Tool. Und zwar werden die ja so rum gefalzt. Das heißt, wir müssen hier noch eine Falz setzen. Hier habt ihr die Klebelasche. Hier muss die Falz hin. Und zwar andersrum. Das heißt, das sind die Teile, die werden nachher dann nach innen geknickt. Da könnt ihr euch auch ein Lineal dazu nehmen. Es muss jetzt nicht perfekt sein. Ich habe es jetzt auch nicht ganz perfekt geschnitten. Aber da guckt nachher eh keiner rein. So. Und die gleiche Falzlinie setzen wir hier dann nochmal. Das gleiche bei dem zweiten nochmal. Das heißt, von hier nach da und von da nach da. So, dann falzen wir jetzt einmal alles nach. Die werden dann so rein. Der ist aber nicht gut gesetzt, die Falzlinie. Die muss ich ein bisschen korrigieren.
Also die sollte so gehen, wenn ihr das so zusammensetzt, ne? Das hier ist dieses Flügelchen. Wenn ihr das zusammensetzt, dass das innerhalb dieser Fläche liegt, damit das nachher auch verschwunden ist, ne? Wenn das mal nicht so sein sollte, könnt ihr das, wie zum Beispiel hier, das wäre jetzt nicht so schön, dann legt ihr euch das passend nochmal, legt euch das Kante auf Kante und falzt dann nach. So, und dann bleibt das nämlich auch da drin. So, das heißt, da passt es auch rein. Dann haben wir das schon. Dann nehmen wir uns die beiden Teile, nehmen auf einer Seite hier diese kleine Klebelasche. Macht ihr den Kleber drauf und klebt das auf die Innenseite hier oben bei dem zweiten drauf. So, dass das dann auch gut da reinpasst. So gerade wie möglich. Einmal schön festkleben. Dann brauchen wir die beiden kleinen Teile und da müsst ihr jetzt die beiden großen Flächen aneinander kleben. Das ist für die Stabilität. Nur die großen Seiten. Das heißt so, dass ihr diese beiden Flügelchen noch frei habt. Dann nehmen wir uns unseren Einlochlocher und machen ungefähr mittig. Das muss jetzt nicht genau mittig sein. Ein Loch rein. Bei dem zweiten auch. Na, mein Stuhl sackt immer zusammen. Und dann nehmen wir uns die Schere und machen hier einmal vom Rand aus bis in die Mitte einen Schnitt rein. Dann nehmen wir uns das hier wieder und wenn ihr so seht, ich habe das hier eine Markierung, wo die Halterung ran muss und das wäre dann dementsprechend einmal hier und einmal hier und da kleben wir jetzt jeweils eine von dem Mechanismus ran. Das
Das heißt, da genau auf die Falzlinie, ungefähr mittig. Ich habe jetzt auf der einen hier die Öffnung und dann klebe ich es bei dem anderen auf die andere Seite. Dann haben wir noch ein bisschen mehr, dass das Gummi nicht abrutschen kann. Dann brauchen wir ein Gummibändchen. Rein theoretisch 11 cm. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich zwei einfach so zusammenziehe. Oh, die sind aber schon echt porös, wa? Aber für das Projekt sollte es halten. Dann hänge ich das bei dem einen rein bis ins Loch. Und auf der anderen Seite bei dem anderen auch. So. Wenn das nämlich dann nachher so zusammengefaltet wird und es springt hoch, geht das. Nee, das gefällt mir. Ich probiere es mal doch nur mit einem. Das ist jetzt einfach die Frage. Ist da einer besser oder sind da zwei besser? Hoppa. Ihr könnt natürlich dann auch die längeren Gummibändchen nehmen. Das ist jetzt die Frage für sich. Opa. Nee, ich nehme zwei. Ich mache zwei Gummibänder aneinander. Dann springen sie zwar auf. Ich muss gucken, dass ich keine habe, die so ellenporös sind. Weil dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Ich sehe schon, die sind schon echt alt. Dann werden die wohl nicht lange halten, habe ich. Dann nehmen wir das mit dazu. Ihr könnt jetzt rein theoretisch auch ein Bändchen nehmen, also so ein Gummiband mit 11 cm Länge. Dann geht das auch. Also das ist mir irgendwie noch zu lang. Das ist mir zu lang. Dann machen wir es jetzt mit dem anderen Gummiband. Ich habe hier noch so eine elastische Schnur. Die sind mal vom Tiger gewesen. Ich habe hier eine lila angefangen. Jetzt nehmen wir das lila. Und dann messe ich mir da mal 11 cm ab. Ungefähr. Das ist auch nicht porös. Dann mache ich hier einen Knoten rein. Ist bei Gummi gar nicht mal so einfach, weil das flitscht einem einfach weg. So. Gucken, dass wir den Knoten relativ hier an der Seite haben und dann hängen wir das in beide ein. So, genau, ja, das gefällt mir definitiv besser.
Und dann müssen wir die Würfelchen, den Würfel weiter zusammensetzen. Ich habe jetzt überall hier die... Ich mache zuerst hier die schmale hier oben ran. Ich hoffe, es klappt so, wie ich mir das vorstelle. Na. Der Würfel kriegt nachher noch ein bisschen mehr Stabilität, weil ihr klebt ja auch noch Designpapier drauf. Ne, also nicht erschrecken, nicht, dass ihr denkt, euer Papier ist zu dünn oder so. Da kommt noch Designpapier drauf. So. Und dann wird an den Seiten, habt ihr ja auch zwei kleine Klebelaschen. Die eine wird da reingesetzt und angeklebt und die andere dann dementsprechend auf der anderen Seite und dann schließt der da nämlich auch schön. Und wenn das Designpapier dann drauf ist, dann habt ihr da auf jeden Fall noch mehr Stabilität drin. Ihr müsst es jetzt nur wirklich gut anziehen lassen. Kleber. Nämlich so nachher rein. Und das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite auch. Jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky, weil ihr habt ja die andere Seite schon zu, wo ihr mit den Fingern durchgegangen sind. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen Geduld. Ihr könnt das sonst auch so reinknicken und dann so ein bisschen andrücken. Passt nur auf, dass ihr euch das nicht allzu derbe verbeult, das Würfelchen. So, und dann noch die letzte Klebelasche. Und das ist dann der Würfel, der wird dann so zusammengedrückt. Ihr könnt da jetzt auch noch mal ruhig mit dem ein bisschen noch nachjustieren, nachfalzen. Also der wird so zusammengedrückt, dann in dieses Fach reingelegt und wenn ihr dann die Schublade rauszieht, dann springt der so als Würfel zusammen. So, jetzt kleben wir gerade noch Mattung und Designpapier. Das sind die Sachen, wo ihr jeweils 20 Stück von habt. Dann nehmt ihr mal eine Mattung und ein Designpapier und klebt das zusammen. Ihr braucht insgesamt also 4 Designpapier und 4 Mattungen pro Würfelchen. Ich habe jetzt hier 2 verschiedene Designpapiersorten. Das heißt, ich mache 2 so pro Würfel. Dann brauchen wir hier noch 4. Zack. Und dann kleben wir das mal gerade ran.
Und da kleben wir jetzt auf jeder kompletten Seite eins drauf. Ich mache die immer so, dass die gleichen Designpapiere sich gegenüber sind. Das ist dann das erste Würfelchen. Also ich habe immer Pünktchen, komplettes Muster, Pünktchen, komplettes Muster. Hier, wie gesagt, könnt ihr die auch noch. Dann bräuchtet ihr vier kleine Dreiecke, so dass man das dann halt auch noch zusammenklappen kann. Ich persönlich finde das jetzt, die können wegen mir ruhig so bleiben. Das stört mich überhaupt nicht. Ja, ich baue jetzt gerade einmal die anderen vier ohne euch zusammen. Und wenn ich die fertig habe, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Akku ist wieder geladen. Die restlichen vier Würfelchen sind auch fertig. Was ich gemerkt habe, teilweise stechen die Halterungen innen drin ein bisschen gegen die Wand. Also wenn ihr das habt, es ist nicht schlimm. Man könnte sonst auch so mit dem Finger reingehen, die Halterung einmal beiseite biegen und dann schön vernünftig zusammendrücken. Jetzt wollen wir einmal unsere Schachtel beladen. So. Aber es ist nicht schlimm, es geht dadurch nicht mehr kaputt. Ihr kriegt nur halt hier so ein paar Beulchen. So, dann schiebe ich jetzt die Schublade ein Stückchen da rein und nehme so den ganzen Stapel zusammengefaltet und stecke den in die Schublade und mache dann einfach zu. Das heißt, so ist es dann beladen. Und wenn derjenige dann zieht, jetzt erschreckt euch nicht, also wenn man jetzt dran zieht, dann springen sie alle in allen Himmelsrichtungen raus. Und das finde ich gerade das Coole. Es ist halt mal was anderes. Und dann lege ich dir die einfach wieder zusammen. Und dann könnt ihr sie wieder in die Box reinstecken. Deko obendrauf könnt ihr machen wieder, wie ihr möchtet. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr Spaß habt, sowas wieder nachzubasteln. Und ich würde dann einfach sagen, wünsche ich euch eine kreative Zeit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.